Google Plus, erster Eindruck. Google hat mit seinem neuen sozialen Netzwerk einen Konkurrenten zu Facebook ins Rennen geschickt. Google Plus wirkt auf den ersten Blick sehr aufgeräumt und übersichtlich. Zudem bietet es alle Features eines modernen sozialen Netzwerkes. So können Sie etwa mit bis zu 10 Personen gleichzeitig einen Videochat durchführen, Beiträge, Videos oder Bilder mit Freunden teilen, sowie mit Hilfe des neuen Themendienstes Sparks interessanten Themengebieten folgen. Auf der Startseite finden Sie in der oberen Navigationsleiste das Circles-Symbol. Mit Hilfe der Circles können Sie verschiedene Gruppen erstellen, mit denen Sie im Anschluss Artikel, Nachrichten, Bilder oder Videos teilen können. Hier können Sie Personen zu Google Plus hinzufügen. Dazu geben Sie die E-Mail-Adresse in das leere Feld ein, wählen Ihren Freund sowie einen Kreis und bestätigen mit Speichern. Auch durch Klicken und Ziehen lassen sich die einzelnen Freunde bestimmten Kreisen zuordnen. Den Themendienst Sparks finden Sie auf der Übersichtsseite. Mit diesem können Sie Ihre Interessen angeben und bleiben somit bei den verschiedenen Themen immer auf dem Laufenden. Wählen Sie ein Themengebiet aus und bestätigen Sie Ihre Selektion mit einem Klick auf Interesse hinzufügen. Google Plus bietet auch die Möglichkeit, Videochats mit Ihren Freunden durchzuführen. Navigieren Sie dazu auf die Startseite und starten Sie den Videochat durch die Auswahl von Hangout starten. Gegebenenfalls müssen Sie noch ein Plugin installieren. Starten Sie anschließend den Chat. Unter der Schaltfläche Meine Kreise verbergen sich Ihre Kontakte, welche Sie zum Videochat einladen können. Fügen Sie einen oder mehrere Kontakte aus Ihrer Liste hinzu und starten Sie die Konferenz mit Beitreten. Wenn Sie Beiträge veröffentlichen möchten, können Sie auf der Startseite Texte sowie Bilder und Videos veröffentlichen. Klicken Sie dazu in das leere Textfeld. Mit den Schaltflächen rechts unten werden auf Wunsch Fotos, Videos, Links oder Places eingefügt. Mit Teilen veröffentlichen Sie Ihren Beitrag auf Google Plus und auf Wunsch auch per E-Mail.